wieder aus meinem Garten. Es freut mich, dass ihr wieder alle da seid. Heute machen wir sich was Chinesisches, was Asiatisches mit viel Gemüse, mit Erdnuss, mit einem Hühnerfleisch. Und zwar eine Gemüse-Nudelpfanne mit Hühnerfleisch. Und dazu wünsche ich euch immer viel Spaß. Viel Spaß beim Nachkochen. Ich würde sagen, wir gehen ganz an. Wir haben da heute ganz bunte Zutaten und die schauen wie folgt aus. Zuallererst braucht man natürlich ein Hühnerfleisch, dann braucht man ein bisschen Öl, das habe ich da, ich habe da heute Rapsöl genommen. Dann braucht man ein paar Erdnüsse. In der Gemüseschüssel habe ich da eine Jungzwiebel schon fein in Ringel geschnitten, Karotten in feine Scheiben geschnitten, Zuckerschoten, Brokkoliröschen, die habe ich schon zerkleinert. Und ein paar Mangobohnen habe ich da drinnen. Dann braucht man noch einen Ingwer und einen Knoblauch. Den habe ich schon ganz fein geschnitten. Eine Kokosmilch, Sesam zum Bestreuen. Und als Gewürze braucht man Sojasauce. Und ohne der geht es ja gar nicht, genauso wenig wie ohne Curry. Dann haben wir ein bisschen Chili. Ich habe da Chiliflocken, man kann einen frischen nehmen. Aber da bitte wirklich aufpassen mit der Schärfe und Salz und Pfeffer. Wir marinieren sie da jetzt unser Fleisch. Das tun wir in einer Schüssel mit der Sojasauce. Mit Salz. Ich habe da salzreduzierte Sojasauce genommen. Dadurch können wir da ein bisschen nachsalzen. Dann nehmen wir einen Pfeffer, ein bisschen Curry. Und ein paar Chiliflocken. Wie gesagt, mit dem Chili aufpassen, das wird sonst wirklich gleich viel scharf. Und unser Curry-Knoblauch-Gemisch, das feingeschnittene. Jetzt ein bisschen Fleisch. So. Und das mischen wir jetzt. Das müssen wir jetzt so durchmarinieren und ein paar Minuten stehen. Während das da jetzt mariniert und sich das mit den Gewürzen vollsaugt, machen sie mir in der Pfanne ein Öl heiß. Uns unser gewürztes Hühnerfleisch einmal an. Unser Hühnerfleisch ist jetzt schon recht schön anbraten. Wir geben noch unsere Erdnüsse dazu und lassen uns noch ein bisschen durchrösten. Die Erdnüsse sind jetzt schon fertig und wir können uns wieder zurückgeben in unsere Schüssel. Die Pfanne, die braucht man dann noch, das Gemüse, das schon so schön heiß ist. Jetzt stellen wir sie beiseite und in derselben Pfanne machen sie unser Gemüse. Ein bisschen Öl rein. Dann gehen wir unser Gemüse.
Gemüse dazu. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen Zucker dazu haben möchten zu unserer Pfanne, nehmen wir zu dem angerösteten Gemüse ein bisschen Kokosmilch. Setzen die da rein. Dann kommt das Ganze noch einmal durch. Und jetzt kommt noch unser Fleisch dazu. Das Gemüse ist mittlerweile eh schon weich und durch. So. Und jetzt haben wir schon unsere Gemüsepfanne. Was wir jetzt noch brauchen, sind die Nudeln. Die werden wir uns jetzt kochen. Das Nudelwasser kocht jetzt schon. Und passend zu unserem Gericht habe ich uns da Mienudeln besorgt. Eine Mienudel ist eine ganz normale Weizenteigwaren aus China mit viel Eier drin. Und die braucht nicht recht lang beim Kochen, also da kann man ruhig dabei stehen bleiben. Die kocht man ganz normal im Salzwasser. Die Nudeln sind jetzt gekocht und abgetropft. Und jetzt können wir es noch zu unserem Fleisch-Gemüse-Gemisch geben. Nur noch ganz kurz unterrühren. Und fertig ist unsere Gemüse-Nudelpfanne. Und so schaut jetzt unser fertiges Gericht aus für heute. Gemüse-Nudelpfanne mit Hühnerfleisch, mit Erdnuss-Ingwer-Soße. Ich habe es jetzt als Abschluss noch großzügig mit Sesam bestreut. Das Rezept macht auch viel Spaß, wenn man es mit Kindern kocht, weil es da einiges zum Schneiden und Schnibbeln haben und es dann relativ rasch zum Kochen geht. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachkochen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen, weil es mir nicht wurscht ist, wovon es abt wird. Pfiat euch!